Wir legen jetzt los. Jeder gute Horrorfilm beginnt. Ein Herrenhaus im waldigen Gebiet. Oh mein Gott! Echt unfassbar, dass du das wirklich getan hast. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Erna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, Erna, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Geile Lippensynchro übrigens. Oh, sie ist hier. Sch. Mike. Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Sagt nur, wir wären jetzt hier. Josh? Okay, das ist ein interaktives Tutorial, daran kann ich mich noch erinnern. Allerdings mit relativ statischer Kamera. Hä? Achso, das war, okay, linker Stick fürs Gehen, genau. Okay, schimmernde Sachen untersucht werden. Das wird so übel. Was? Halt. Ach, ich muss es festhalten. Okay. Ja, dringend. Jetzt. Anna, du siehst in dem Shirt so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer, Mike, Triple X.
Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Mal eben die Webcam rüberschieben in der Hoffnung, dass diese Art von Texten nur rechts angezeigt werden. Ob der wäre nicht auch nicht dran. Okay. Ist klar. Also wir haben den Hintergrund des Pranks jetzt auch Hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Schielt ihr? Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Oh. Ja, ja. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt. Oh, wie assi. Was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah. Okay, was auswählen? Ging das schnell? Da draußen ist jemand. Was zum... Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert, es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Nein. Oh, shit. Dargestellt. Okay. Hannah! Ernsthaft? Also die Schwester hat ja einen Schmetterling auf dem Arm. Es geht ja unter anderem um den Butterfly-Effekt. Ah, das sagen einem doch 3 Milliarden Horrorfilme, dass man sich hier nicht alleine in den Wald trauen soll. Ich mach aus. Tschö. Alter. Boah, diese Jumpscare-Effekte, Mann. Da vorne liegt was auf dem Weg. Hallo? Hallo? Ah, da liegt was. Thank you.
sehe schon, hier ist die Kamera auch nicht so gut platziert. Setzen wir einen Tick runter. Ich hoffe, das geht so in Ordnung. Ja, es ist noch ein bisschen. Wir müssen noch hier finden. Die optimale Konfiguration. Alter, ey. Alter, verkackte Reh, Mann. Okay, also wir können durch die Totems haben wir Wahrnehmung der eventuellen Zukunft. Ja, hä, ist auch eine super Reaktion. Lauf einfach schneller. Hannah! Hannah! Hallo? Hannah! Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Alles klar. Hannah? Wir haben mit der Kamera ausgerüstet. War die Zukunft, wie sie eingetreten ist. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte? Und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Arschloch. Hab ich denn so einen komischen Handschuh an? Ja, das ist ja mal richtig creepy.
Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Okay, Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Creepy Vogelscheuche vielleicht? Ich verstehe, verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche, zum Beispiel? Nein. Ach nein? Warum? Ist da denn noch etwas auf dem Bild, das dir Angst macht? Alter, die riesige Scheune vielleicht? Interessant. Verschieben wir das Erforschen der Tiefe deiner Ängste doch aufs nächste Mal. Für heute ist die Zeit leider um. Bester Mann, aber ich muss leider auch die Webcam wieder noch einen Ticken höher setzen. Erstmal wirken dieser peniblen Kleinarbeit. Aber ich möchte euch ja auch das Maximum an Spielerlebnis geben. So, vielleicht. Creepy Psychiater. Wieso haben wir Handschuhe an in dieser Sitzung? Sind wir vielleicht dunkle Seite? Mrs. Klitschko. Genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwilling. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts hin, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ah! Also,
Ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen, nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja, okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Yeah! Geile Präsentation auf jeden Fall bisher. Beide Mädchen wurden nicht gefunden. Memento Mori, 10 Stunden bis zum Morgen. Der Typ mit dem Flammenwerfer scheint indianische Abstammung zu sein. Wir befinden uns auch auf indianischem Gelände. Ah, wir hängen wieder mitten im Bild. Nicht gut. Ja, komm, ich schiebe uns jetzt mal komplett runter. Ätzend hier, ja, das ist... Ärgert mich, dass wir da jetzt so lange rumfrickeln müssen. Okay, Sam, Hannahs beste Freundin, gewissenhaft, umsichtig, abenteuerlustig. Hallo? Ist jemand hier? Bildschirm wird hier ausgenutzt, Mann. Versuchen wir es mal hier. Gleich schrei ich. Hier wird es auch wieder nicht passen, nicht? Ja, ist klar. Also ich denke, dass sich hier zwei Männer auf dem Gelände rumtreiben. Dieser Typ mit der Machete. Und der Indianer mit dem Flammenwerfer. Und der Indianer scheint irgendwelche Paras zu schieben.
Ja, okay, schimmernde Objekte können untersucht werden. Ich habe mich dafür entschieden, dass Hannah von dem Vorsprung loslässt, weil ich einfach nicht ihre Schwester opfern wollte, beziehungsweise wenn dann, dass beide in die Tiefe stürzen. Aber das war ja genau die Zukunft, die uns das, dieses Totem da gezeigt hat. Das Tor ist kaputt, klettere drüber. Da vielleicht? Wir haben keine Eile, würde ich sagen. Ist ja eine umsichtige Person. Alter, ist das eine creepy Gegend, ey. Super Musik. In der Ferne brennt ein kleines Licht. Oh. Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Huh? Echt süß. Vielen Dank, Nadine Linder, fürs Followen. Eine verehrte Zuschauerin über Facebook, würde ich sagen. Okay. Also das Controller ganz ruhig halten, also das wird bei dem Spiel wahrscheinlich nicht unbedingt so einfach sein. Alter, was ist hier, ey. Okay, da hat noch was im Hintergrund geladen. Schräger installiert. Hier muss ich doch das Schild doch lesen können, oder? Aha. Mach mich mal eben hier aus. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiung. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisierte die Art der Prophezeiung. Tod. Schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust. Braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung. Gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Glück. Weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Aha. Wenn du dich umsiehst, kannst du Totem-Artefakte entdecken. Wenn du ein Totem aufhebst und umdrehst, siehst du einen farbigen Schmetterling und eine Vorahnung einer möglichen Zukunft. Die Zukunft ist ungewiss. Die Prophezeiung wahr wird, hängt von deinen Entscheidungen ab. Drücke jederzeit R1, um deine Totensammlung anzusehen. Okay. Also wir haben einen ihrer Freunde gesehen, die, das haben wir jetzt gerade schon gesehen, der irgendwas wahrscheinlich nach dem Vogel werfen wollte.